Für Schubert Motors gab es Mitte Juni wieder einmal einen Großeinsatz. Die 24 Stunden vom Nürburgring, die grüne Hölle. Mit zwei BMW 120 Diesel, einem BMW 130i und einem Z3 M Coupé ging man in das größte Motorsportspektakel der Welt. Eine sensationelle Atmosphäre herrschte am Ring, denn mehr als 200.000 Fans feuerten bei Traumwetter die 234 Teams rund um die 25,4 Kilometer lange Strecke an und verwandelten die Nordschleife in einen gigantischen Campingplatz. Teamchef Thorsten Schubert reiste optimistisch in die Eifel. Wir haben den BMW 120 Diesel gut weiterentwickeln können und hoffen nun natürlich auf ein wenig Rennglück. Bisher war das Auto konstant gut und darauf spekulieren wir auch beim 24-Stunden-Rennen. Allerdings kann vieles passieren, bis man im Ziel ankommt. Und so sollte es auch kommen. Mit der Startnummer 263 ging das Quartett Claudia Hürtgen, Marc Henarizi, Johannes Stuck und Thorsten Schubert auf dem von BMW Financial unterstützten 120 Diesel an den Start. Den zweiten BMW 120D, die Startnummer 264, mit Unterstützung von der TÜV Rheinland Group, pilotierten Reinhard Huber, Guido Thierfelder, Jochen Übler und Claudia Hürtgen. Nach dem Qualifying lagen die beiden Diesel-BMW auf Platz 1 und Platz 2 der Klasse S1. Das Quartett Hürtgen, Stuck, Henarizi und Schubert stand auf der Pole Position in der zweiten Startgruppe und auf Platz 35 im Gesamtklassement. Der zweite BMW 120D platzierte sich nur einen Startplatz dahinter. Trotz eines schweren Unfalls im Zeittraining konnte das Fahrzeug von der Schubert-Mannschaft über Nacht wieder einsatzbereit gemacht werden. Den ersten Turn fuhr Claudia Hürtgen. Sie konnte sich sofort vorne einreihen und machte mächtig Druck. Das Auto lief problemlos. Nach knapp 2,5 Stunden und der schnellsten Rennrunde für Dieselfahrzeuge mit 10 Minuten 47,6 Sekunden übergab sie, mit 1 Minute 30 vor dem Schwesterauto in Führung liegend, an ihren Teamkollegen Reinhard Huber. Und auch der Albachinger konnte die gute Ausgangslage beibehalten und fuhr hervorragende Zeiten. Dann war jedoch um 19.40 Uhr Schluss und das Auto fehlte. In meiner Runde ist der Tischner BMW 46 hinter mir gewesen. Ich habe ihn dann auch vorbeigelassen, ist vermutlich aus der Boxengasse raus und deshalb das erste Stück aufgeholt. Und am Ende von dieser Runde, wo eben der Unfall passiert ist, hat er mich blockiert. Dann bin ich im Ausgangs Schwalbenschwanz an ihm vorbeigegangen, wollte mir eingangs Galgenkopf neben ihn setzen und ausbeschleunigen. Dann hat er die Kurve zugemacht, sprich ziemlich stark nach rechts reingezogen, mich auf den Körb gedrückt und dann habe ich das Auto außer Kontrolle verloren und habe die Leitplanken touchiert oder nicht touchiert, sondern bin in die Leitplanken eingeschlagen. Schade mit der 264, wir hatten einen super Start. Ich konnte am Start sofort auch in der Dieselklasse in Führung gehen mit dem Auto. Die Führung ausbauen in den ersten 2 Stunden.
Leider haben wir dann eben nach 4 Stunden einen Unfall gehabt und das Auto war bis dahin perfekt. Nach dem Unfall im Training war das eh eine Sensation, dass das Auto so gut war im Rennen. Also ich habe mich richtig gefreut. Leider kam dann die Enttäuschung. Die Enttäuschung war sehr groß, als das Auto dann im Fernsehen war und stand auf der Strecke. Der BMW war nicht mehr zu reparieren. Und so musste Teamchef Thorsten Schubert den ersten Ausfall bei den 24 Stunden vom Nürburgring hinnehmen. Das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass das komplette Schubert-Team die ganze Nacht durchgeschraubt hat, was auf die Beine gestellt hat, was in diesem Fahrerlager keiner geglaubt hätte, dass das Auto heute wieder läuft. Das Auto war einwandfrei, das war top vorbereitet, man kann nur einen Hut davor ziehen. Und natürlich letzten Endes jetzt in dieser Situation das Auto im Rennen zu zerstören, das ist natürlich sehr, sehr schade und tut mir natürlich auch sehr leid für das ganze Team. Ich muss hier dem ganzen Team danken. Die haben also seit mehreren Wochen einen tollen Job gehabt, denn wir hatten es nicht einfach bei der Vorbereitung. Wir mussten ständig doch an der Technik noch was ändern. Nach Dubai hatten wir gedacht, wir haben schon ein gutes Auto, aber wir mussten immer merken, dass das alles, was wir eingebaut haben, auch wieder 24 Stunden halten muss. Und da haben wir natürlich sehr viel dran geändert. Herzlichen Dank an die ganze Truppe, vor allen Dingen um André drumherum, seine Mechaniker-Crew, Kai. Ich will sie nicht alle aufhören, ich vergesse garantiert wem. Deswegen nur die zwei, die am längsten dabei sind. Herzlichen Dank auch an die Steirer Leute und an die Jungs aus München unten, dass wir immer mal fragen konnten und immer mal ein bisschen auch Hilfe kriegen konnten. Dankeschön an alle und unser Reifenpartner Dunlop. Ganz klasse, KW, ganz klasse. Es funktioniert mit euch schon seit vielen Jahren bei Schubert Mosers. Herzlichen Dank und ich denke, wir können so weitermachen. Schubert Motors. Die Erfolgsgeschichte geht weiter.